Allein die Tatsache, dass der Hintergrund mit der Brücke unabhängig von der Bewegung der Kamera dahin zieht, zeigt schon, dass wir es hier mit einer Bildkomposition zu tun haben. Aber noch deutlicher wird die Sache, wenn wir fragen, sollte die Brücke denn überhaupt zu sehen sein? Laut den am Ritual beteiligten Sendern, schon. Die Verrazano-Brücke ist, aus der Nähe betrachtet, ein ziemlich gewaltiges Bauwerk. Sie befand sich jedoch gute 10 Kilometer von den Türmen entfernt. Aus einer solchen Distanz sollte sie natürlich erheblich kleiner erscheinen. Ungefähr so wie in dieser Animation. Amateurvideos, die vom Dach des World Trade Centers aus aufgenommen wurden, bestätigen diese Einschätzung. Hier hinten ist die Brücke. Man kann sie im Dunst gar nicht erkennen. Nehmen wir eine klarere Aufnahme. Auch hier ist die Brücke gerade einmal so zu erahnen. Nur mit einem Zoom-In konnte man die Brücke vom World Trade Center aus leicht erkennen. So groß erscheint die Brücke vom Dach des Südturms aus. Und jetzt nochmal die Fernsehbilder des 11. September. Es ist absolut unmöglich, dass dies die reale Aufnahme einer Kamera ist. Sehen Sie, wie riesig die 10 Kilometer entfernte Brücke erscheint. Einfach lächerlich. Das große CNN war klüger. Dort zeigte man einfach nur einen weißen Hintergrund ohne Objekte. Aber dafür machte dort ein anderer Teil der Bildkomposition Probleme. Der untere Teil der Einblendung verschwindet und wir können den Vordergrund sehen. Aber Achtung! Der schwarze Banner wurde gebraucht, um die Trickserei zu verdecken. Da er fehlt, kann man nun erkennen, dass die Gebäude des Vordergrundes nicht dargestellt sind. Stattdessen sieht man nur eine Ebene mit ein paar kleinen braunen Punkten. Das Bild wird nun weiter ausgezoomt und der schwarze Rand der Computerkomposition kommt ins Bild. Sehen Sie, wie Manhattan hier aufhört. Der Fehler wurde jedoch schnell behoben. Hier ist die bessere Version mit Gebäuden im Vordergrund. Sehen wir uns nun als Übergang zum letzten Punkt eines der vielen sogenannten Amateurvideos an. Dieses wurde noch am Tag des Rituals, nämlich um etwa 17 Uhr, auf CBS gezeigt. Diese Aufnahme kann als Paradebeispiel dafür dienen, wie man Videos nicht fälschen sollte. Schwarze Flugzeugschablone ohne die geringsten Lichteffekte und der schwärzeste Rauch, den Sie je gesehen haben. Immerhin ist der Himmel mal blau. Dafür sind die Türme ab.